Also, auf zum Finale. Müssen wir uns noch ein letztes Mal durch die schwarzen Ritter kämpfen? So. Kriegen wir noch mal Brocken? Und ja, schwarze Ritter müssten auch ziemlich blitzresistent sein. Hä? Wow, auf jeden Fall hat Ao der eine grobe Kelle. Wow. So. Ao. Okay, der kann uns gleich töten, wenn wir nicht aufpassen. Wow, jetzt ist er auch noch ausgewichen, der Bastardo. Und der lebt noch. So. Einmal kurz heilen, bitte. Also ja, die schwarzen Ritter mit den Ultragroßschwertern, den Drachentöterschwertern, die sind am garstigsten, wie man gerade gemerkt hat. Am leichtesten sind, glaube ich, die mit der Glefe. So, die mal kurz aggro, dass du hier drüben mit uns kämpfst oder vielleicht sogar unterwegs runterfällst. Also runterfallen tut er schon mal nicht. So. Wow, jetzt schlägt uns doch noch das Schild weg. So, weg mit dir. Du droppst auch noch mal einen grauen Brocken, genau. Ah, da hoch will ich bitte. So, hier rüber. So. Das Rufzeichen da benutzen wir gleich, sobald wir die beiden Ritter losgeworden sind. Damit ich Solaire mit vollen Kräften gegen den letzten Boss habe. Ja, komm noch ein bisschen her, da ist nämlich ein böses Loch. So. Weg mit dir. Okay, der mit der Axt ist auch nicht gerade schwierig. Fehlt nur noch der hier mit der Glefe. So. Sein Loot einsacken. Gut. Okay, rufen wir so leer. So, ein Lichtschwert habe ich schon drin. So, während das Phantom gerufen wird, ändere ich mal kurz hier die Reihenfolge. So. Phantomritter Solaire gerufen. Weil ich brauche den Talisman in der linken Hand, um das Schwert in der rechten Hand zu verzaubern. Das ist so ungefähr der einzige Nachteil jetzt gerade bei uns. So. Gut, das heißt, Solaire, folge mir. Fall nicht irgendwo runter. Sunbro. So. Wir gehen vor die Nebelwand. Aktivieren unseren Zauber. Und dann geht es durch. Aschefürst gewinnen. Wow.
Und er packt so leer. Und schleudert ihn einfach irgendwo hin. So. Dieser Bossfight, ouch, ist nicht so schwierig, wenn man Solaire dabei hat. So. Denn wir können Gwyn sogar unterbrechen. Wow. Wir müssen halt nur aufpassen. Und ja, Gwyn ist nicht mehr Gwyn. Wow. Au. Jetzt ziehe ich mich aber erstmal etwas zurück und lasse Solaire kurz arbeiten, dass ich zwei trinken kann. So, und mein Blitzspeer hat schon nachgelassen. Ja, gut, für dich gewinnen, dass du deinen so ja, dass du Solaire einfach so mal hochhebst. Und weg mit dir, Gwyn. Und ja, Gwyn ist, wie man jetzt vielleicht sehen kann, einigermaßen unter seinem Bart auch schon eine Hülle geworden. Seele, Asche, Fürst Gwyn. So, danke Solaire, Sonnenlichtmedaille. So, 70.000 Seelen. Und die Seele von Asche, Fürst Gwyn. Kurz mal angucken. Die Seele des großen Sonnenlicht- und Aschefürsten Gwyn, der die erste Flamme band. Fürst Gwyn übergab den Großteil seiner Macht den Göttern und brannte als Asche für die erste Flamme. Doch seine Seele ist außerordentlich mächtig. Ja, die erste Flamme. Wo ist sie denn? Genau, die da. Dieses Leuchtfeuer ist die erste Flamme, die jetzt gerade aus ist. Hat Gwyn zu einer Hülle verbrannt. Gut. Wir haben Gwyn besiegt und können uns immer noch frei bewegen, denn jetzt dürfen wir das Ende wählen. Wir können Leuchtfeuer verbinden, nicht entfachen, verbinden, oder wir können einfach gehen. Das hier ist das... Es gibt kein gutes oder böses Ende, so darf man das nicht sehen. Es gibt das Feuerende, wenn wir uns mit dem Leuchtfeuer verbinden. Und es gibt das Ende der Dunkelheit, was ich für meinen Geschmack spektakulärer finde. Und euch deswegen zeigen werde. So, deswegen kehren wir dem, der ersten Flamme den Rücken, lassen sie aus und läuten das Zeitalter der Menschen herbei. Indem wir einfach gehen. Bless thy safe return. Let Karth and Frant serve your highness. We are here to serve your highness. Let true dark be cast upon the world. Ja, der Dark Lord ist zurückgekehrt und das sind wir. Das war das Ende. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel richtig geil. Auch wenn das eine Ende, was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, ein bisschen ernüchternd ist. Aber das ganze Spiel über wird man so mit Storyfetzen zugeworfen. Muss ich seine eigenen Teile dazu denken. Ich habe euch ja meine Gedankengänge dazu gesagt. Habe euch auch gesagt, was andere so denken. Mir sind eure Meinungen natürlich auch wichtig. Ihr könnt jederzeit Kommentare schreiben, da habe ich nichts dagegen. Auch wenn bis jetzt nicht gerade sehr viele gekommen sind, was ich schade finde. Aber ich hoffe mal, das ändert sich vielleicht noch in Zukunft, wenn ihr die Videos dazu seht. Und ja, ich muss sagen,
echt geiles Spiel. Der Schwierigkeitsgrad, also es ist kein leichtes Spiel, es ist kein, wie heißt es? Ach, wie heißt dieses Spielegenre, wo einfach nur alle Spiele ganz leicht sind? Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, das ist... Wie auch immer, es ist kein 0815 Game, es ist schon verdammt schwierig. Also ihr habt gesehen, ich bin ein paar Mal gestorben, hauptsächlich bei Bossen oder dadurch, dass ich runtergefallen bin. Aber früher, vor allem als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, bin ich so oft gestorben. Das glaubt man nicht. Jetzt jedoch eher weniger. Casual Games, genau. Also das Spiel ist kein Casual Game, das ist echt harter Tobak. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Designs und auch die Gegner da, echt... Man fühlt sich richtig rein in das Game. Deswegen, ganz tolles Spiel. Auch wenn es verdammt viele traurige und dunkle Stellen geben kann. Ich habe euch ja ihr habt ja gesehen am Schluss den Feuerbandschrein, wie leer er war. Und theoretisch hätte er noch leerer sein können. Dann wäre da vielleicht nur noch Patches rumgesessen und fremd. Also ja, man könnte den Feuerbahnschrein komplett leer kriegen. Indem man Patches in den Katakomben killt. Also im Grabmal der Riesen, indem man ihm sagt, man ist ein Priester. Dann wird er nämlich aggro. Indem man fremd verrät und zu Kaf geht, wird man fremdlos. Indem man die Feuerhüterinnenseele, die man von Lordwick zurückbekommt, einfach opfert, kann sie nicht wieder auferstehen. Wenn man den Pyromantie-Lehrer sagt, wo man die Chaos-Pyromantie her hat, verschwindet er eben so in der Schandstadt, wird dort zur Hülle. Wenn man Rhea alle Wunder abkauft, wird sie in den Archiven zur Hülle. Wenn man Logans Schüler alle Zauber abkauft, wird er in Sets Festung zur Hülle. Der einzige, der dann wirklich noch bleiben würde, wäre Petrus. Und den könnte man einfach erschlagen, weil er ein Idiot ist. Und dann wäre der Feuerbahnschrein leer. Und das wäre dann ziemlich noch düsterer, als es jetzt schon ist. Also ja, es gibt kein Happy End für die NPCs in Dark Souls. Jedenfalls nicht in Dark Souls 1. In Dark Souls 2 haben sie es da relativ besser gelöst, aber das ist jetzt Zukunftsgebrabbel. Mein Dark Souls 2 Let's Play liegt ja momentan auf Eis. Ich habe nur mal einen kurzen Einblick gegeben. Aber es kommt, dieses Let's Play wird natürlich auch fortgeführt. Irgendwann mal, wenn alle DLCs draußen sind. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. This is your fate. Genau, jetzt sind wir im NG Plus mit unserer gesamten Ausrüstung. Also das Einzige, was weg ist,
sind die Schlüssel und ein paar Ringe. Also bunte Sartorias und der verkohlte Ring. Ansonsten haben wir noch alles. Und ja, ich werde mal zum ersten Boss gehen und euch den mal im NG Plus zeigen. Erstmal kriegen wir mehr Seelen dadurch, dass wir Gegner töten. Und zweitens halten Gegner mehr aus und teilen auch mehr Schaden aus. Aber nochmal zu meinem Text zurück, bevor wir jetzt gerade unterbrochen wurden im Abspann. Dark Souls 2 ist geplant, aber es kommen vorher noch andere Projekte. Also ich werde Dark Souls 2 auf jeden Fall weitermachen. Dark Souls 1 ist hiermit offiziell dann abgeschlossen, weil ich werde kein Let's Play zum NG Plus machen. So, mal kurz hier rasten. Ich werde kein Let's Play zum NG Plus machen. Ich werde jetzt nur den Boss töten und dann war es das, weil im Gegensatz zu Dark Souls 2 ist das NG Plus genau dasselbe wie das normale New Game. Aber wie gesagt, das Let's Play hat mir ziemlich, oder das Let's Story, Spaß gemacht. Vor allem auch euch zu erklären, was so in der Welt abgeht, dass ihr einen richtigen Eindruck davon habt. Ja. Und mit diesem Sinne töte ich mal schnell den Dicken hier mit 3 Schlägen. Kriegt dadurch seinen Hammer. So. Ändere mal kurz die Waffen um. So. Und in diesem Sinne. Verbeuge ich mich noch einmal. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage bis zu meinem nächsten Projekt. Bye-bye.